Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Shogun 2 Online-Schlacht von mir. Heute auf der Karte Chogokufluss gegen einen, naja, Shogun 2 Anfänger. Auch hier eine schöne Schlacht gewesen, auch wenn sie, wenn der Gegenspieler nicht so ganz erfahren war, aber sie war im Endeffekt eigentlich keine so schlechte Schlacht. Mir persönlich hat sie gefallen. Fangen wir mal an, was habe ich denn dabei? Ich habe dabei insgesamt dreimal Infanterie Roter Bär, habe dann einmal Herbern Speerträger. Zweimal Yariki, jeweils mindestens ein Upgrade auf Geschwindigkeit, der hier 2. Und hier drüben nochmal mein General, der schon auf Nachladen geskillt ist ein bisschen, minimal. Mein Gegner heißt Baushan, hat insgesamt dreimal Bogensamurai mit dabei. Man sieht hier zweimal Yari Ashigaru, hier drüben auch noch zweimal. Und nochmal zweimal Lehnsschwert Ashigaru. Und hier hinten noch einmal Leibwache des Generals, der auch einen Bogen mit dabei mit sich trägt. Also ist eigentlich so ein typischer Anfängerarmee, viele Ashigaru-Einheiten, wenig Samurai, weil man halt keine anderen Möglichkeiten hat. Hier gilt der Schrein eigentlich als entscheidendes Ding. Also hier ist besonders der Schrein wichtig. Ich versuche mir dann auch zu holen. Warum habe ich Infanterie Roter Bär mitgenommen? Ganz simpel. Infanterie Roter Bär ist im Nahkampf besser als andere Infanteristen. Deswegen habe ich die einfach mitgenommen, weil sie eben robuster ist. Also im Vergleich zu anderen Infanteristen meine ich immer die, die ich dann gerade habe. Und da sind zum Beispiel jetzt gerade Weißer Bär und Schwarzer Bär als perfekter Vergleich. Deswegen beziehe ich mich jetzt auch dabei da drauf. Man sieht auch schon, wie ich sie positioniere, schön breit hier hin erstmal und versucht auch mit meinen Echari, Ashiro, Herbern, Speerträger habe ich hier mit dabei. Die versuche ich dann natürlich auch gleich das Dojo einnehmen zu lassen. Gut, guck mal, wie sieht's denn hier aus? Mein Gegenüber marschiert noch nicht wirklich los, er lässt sich noch Zeit. Spul mal erst ein bisschen vor. Meine Kavallerie steht schon in den Flanken im Wald, jeweils drinnen. Ich schicke die mal noch gleich ein bisschen vorwärts, damit sie eine bessere Position erreichen. Auch hier schicke ich meine Infanterie Roter Bär jetzt rüber, um eine gute Position zu holen. Hügel abwärts, das Dojo habe ich auch gleich, sowieso. Da würde ich hier auch schön... Sieht man so eine leichte Kesselform, das ist daher auch wieder so eine Kesselschlacht. Recht gute Position ergattert. Dachte ich mir, okay, gut, nutzen wir das aus. Natürlich war sein enormer Vorteil, dass er Bogensamurai mit dabei hat. Die haben eine höhere Range als meine Luntenschloss, also meine Luntenschloss, meine Linieninfanterie. Daher ist es da ein bisschen kniffliger für mich. Und ich ziehe meine Einheit ein bisschen hier in den Wald zurück. Gleichermaßen ziehe ich die auch noch ein Ticken zurück. Weil ich wusste, seine Bogensamurai sind einfach ein Vorteil. Die könnten, wenn er es richtig einsetzt, gegen mich locker gut machen. Mittlerweile habe ich den Schrein auch schon erobert. Der gehört jetzt mir. Also habe ich erhöhte Moral. Man sieht schon 7 hier drüben. Hier jetzt 11 von ursprünglich 7. Also ich bin mit der Moral jetzt ganz gut dabei. Meine Herbernsperre zieht sich einen Ticken zurück, weil ich wusste, dass es irgendwann noch zum Kampf kommen könnte. Die Bogensamurai fixieren sich auf eine Seite. Spur einfach mal ein bisschen vor. Auch hier kommen die Yari Ashiro immer näher. Und hier habe ich eigentlich nur gehofft, komm da endlich mal in die Range. Komm mal endlich in die Range, da kann ich eine Salve abgeben. Und jetzt macht das. Da kommt gleich erstmal eine schöne Salve in die Yari Ashigaru. Und in dem Moment war der Spieler schon ein bisschen überfordert mit einigen Aktionen. Also ich konnte auch gleich hier einen Ticken vorrücken, um seine Einheiten zu beschießen. Gleichermaßen auch hier. Meine Yariki konnte jetzt hier seine Bogen-Samurai sich schnappen. War hier gerade ziemlich leicht zu erreichen. Man sieht, hier ist er gerade voll beschäftigt und kümmert sich darum, dass die Kavallerie hier geschnappt wird. Doch das ist jetzt sein Problem. Ich kann jetzt auch gleichermaßen hier vorwärts rücken. Man sieht hier, die Infanterie geht vorwärts. Dann kann ich auch mir gleich hier die Yari Ashigaru schnappen. Jetzt muss ich allerdings auch hier meine Yariki wieder rausziehen, damit ich jetzt hier nicht gecatcht werde von der Yari Ashigaru Einheit. Auch hier wird meine Linieninfanterie weiter vorgezogen, um noch mehr selber abzugeben. Man sieht hier, die nächste Einheit wird beschossen. Er merkt es auch gar nicht richtig, weil er einfach tierisch überfordert ist. Das ist so typisch für Anfänger. Und hier drüben ziehe ich auch weiter vor und schieße auch gleich auf die nächste Einheit. Also da hat er wirklich gerade, war ziemlich überfordert, dass ich an allen Seiten gleichzeitig war. Jetzt versucht er natürlich mit seinen Yari Ashigaru hier vorzurücken, um mich fertig zu machen. Das Problem ist jetzt aber, ich kann ja hier noch seelenruhig raufschießen und er muss erst noch ankommen. Da kommen jetzt so viele Salven nochmal. Also viele Schüsse.
Jetzt ist der Trupp schon zu zwei Dritteln gestorben. Hier drüben wird auch noch schon weiter beschossen. Ich ziehe meine Heerbahnschwerträger auch gleich vor, um hier noch die Einheiten abzufangen und noch weiter schießen zu können. Man sieht schon, ich habe hier schon fast die Hälfte getötet bei diesem Trupp. Meine Heerbahnschwerträger konnten hier mal schön abwehren und die Yari-Ashigaru kämpfen jetzt auch gegen seine Einheit. Meine Infanterie Roter Berg kann jetzt auch im Nahkampf gegen die Yari-Ashigaru kämpfen, die sind ja daran auch gar nicht mal so schlecht. Hier drüben hingegen machen meine Yari-Ki noch gute Arbeit und töten wirklich alles, was in den Weg kommt. Meine Infanterie schießt hier auch wieder alles nieder. Die Yari-Ashigaru drüben haben auch schlechte Karten. Mein General ziehe ich noch dazu, um hier auch nochmal schön reinzuschießen. Die Yari-Ki zieht jetzt hier schön in die Bogenschützen rein. Und auch hier drüben wird die Infanterie besiegt. Die Yari-Ki kommen hier durch. Und genauso hier, die Bogensamurai sind auch gleich weg. Die Yari-Ashigaru sind auch hier in den Nahkampf wiedergekommen, hat aber auch nicht viel gebracht, denn jetzt mache meine Infanterie Roter Bär auch diese hier wieder fertig. Ich konnte meine Infanterie hier weiter vorziehen, weiter zu kesseln. Man sieht, es ist jetzt eine ziemliche Kesselschlacht geworden. Hier drüben das Ding gegen die Yari-Ashigaru ist auch locker gewonnen. Muss man gerade so ein bisschen vergleichen. Also die sind mir eigentlich nicht wirklich überlegen hier. Die sind eigentlich ziemlich gleich. Nur meine kosten ein bisschen mehr. Nur müssten die eigentlich eine bessere Rüstung haben als meine. Na gut, die Lehnsschwerter-Ashigaru werden auch niedergeschossen, haben keine Chance. Hier wird alles gecharged durch meine Yari-Ki. Die Moral ist geschädigt, der General ist geflohen. Ist eine schöne Schlacht gewesen trotzdem noch. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hier drüben sieht man nochmal eine Leibwache. Ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen. Ich verabschiede mich wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.